Guten Tag. Steinbock geht langsam zu Ende. Es ist so, oft spielt Steinbock in der Ehe oder in einer Beziehung einen Elternteil. Er wird schöpferisch oder zerstörerisch. Die Ehe wird dadurch schal und für den spontaneren Partner entsteht eine nie endete Gefangenschaft. Es gibt viele Steinböcke, die einen Sohn wollen, weil Steinbock lebt in dieser Männerdomäne. Das ist ein Herrscher, ein Patriarch und ein Mann. Und er will einen Sohn haben. Gut, er bekommt vielleicht einen Sohn. Und es gibt viele Frauen, die sich dann um das Kind kümmern. Der Steinbock ist Vorstandsvorsitzender oder hat er irgendwelche Firmen oder irgendwo arbeitet im Management, was auch immer. Und diese Frau kümmert sich um das Kind. Aber diese Ehe ist, wie ich gesagt habe, leer und schal geworden. Und das ist eine Art von Gefangenschaft für diese Frau. Aber es gibt Frauen, die so leben. Ja, das sind die Frauen, die auf den Markt gehen am Freitag und sagen, ich möchte Zander haben, aber bitte ohne Grete, mein Mann mag das nicht. Und dann muss der Fischhändler das alles so schön präparieren, dass da wirklich keine Gräten drin sind. Und die Frau kommt stolz nach Hause und serviert Zanderfilet für diesen Steinbockmann. Man kann so leben, aber es gibt auch Frauen, die ein bisschen spontan sind und selbstbewusster und etwas anderes im Leben wollen, die Ziele haben, die auch Firmen haben wollen oder irgendwo im Management arbeiten wollen und die wollen sich dann nicht ziehen lassen auf diese Seite von Steinbock, weil dieser Steinbock, der irgendwo im Management arbeitet und die Frau zu Hause hat, der will die Frau natürlich ein bisschen assimilieren mit seinen Zielen, sie einweihen in das Geschäft und es läuft alles so, wie er will. Auch Sex läuft dann, wenn er will. Aber diese anderen Frauen, die andere Ziele haben und selbstbewusster sind, die wollen natürlich so einen Mann nicht. So ein Mann ist für diese Frauen eine echte Katastrophe. Und deswegen ist es schwierig, mit dem Steinbock zu leben, weil Steinbock ist nicht ambivalent. Die Frauen wollen etwas anderes von einem Mann haben. Die wollen echt einen ambivalenten Mann haben, der interessant ist, der sie überrascht. Die wollen einen Mann mit Überraschungen. Und wenn alles so nach Plan läuft, er arbeitet irgendwo und kommt nach Hause, ist müde oder will jetzt gerade Sex mit dir haben und dann ist der Tag schon zu Ende. Diese Frauen sind wirklich in einer Gefangenschaft und sie leben zwar weiter so, das Kind ist vielleicht schon da, aber diese anderen Frauen, die ein bisschen selbstbewusster sind, die wollen so einen Mann nicht. Ich kenne auch Steinböcke, die so eine Rolle spielen von einem Kind und Vater und Geliebter. Das sind oft Steinböcke, die in der Kindheit sehr verletzt worden sind. Und sie spielen jetzt so eine Rolle vom Elternteil, wie ich gesagt habe. Und sie geben alles der Frau. Sie soll sich kümmern um die Geschäfte. Er ist guter Geliebter für diese Frau, aber die Frau erledigt alles. Finanziellen Sachen und so weiter. Es gibt solche Steinböcke auch. Aber normalerweise ist der Steinbock ein Macho-Mann, ein Patriarch und ein Herrscher. Deswegen aus diesen zwei Mischungen ist es so schwierig für die Frau zu sagen, ich will diesen Mann haben. Die Frauen lieben einen Mann, der ein bisschen feminin ist, der sich immer pflegt und gut riecht und alles gepflegt hat an seinem Körper. Viele Frauen lieben so einen Mann. Aber die Frauen, die in einer Gefangenschaft leben, die verachten
so einen Mann. Ich muss sagen, Steinbock soll sich mehr um sich kümmern. Weil, wie ich schon erwähnt habe, oft hat Steinbock in der Kindheit eine sehr harte Schule erlebt und oft hat er auch Probleme mit dem Vater gehabt. Und wenn du den siehst als 30-jähriger Mann, erkennst du den später nicht, weil später ist er ein ganz anderer Mann, wenn er 40 ist, über 40. Er hat dann Ziele, er hat Firmen, er ist irgendwo Manager. Das ist ein ganz anderer Mann. Und deswegen habe ich gesagt, Steinbock soll sich um sich kümmern, ein bisschen mehr für sich tun. Ich habe auch erzählt, Steinbock kümmert sich immer um Elternteile oder um jemanden. Er hat da immer Mutter oder Großmutter im Rollstuhl oder im Krankenhaus, was auch immer. Er kümmert sich oft um andere Leute. Aber er soll sich überlegen, was bleibt da für mich im Leben noch übrig. Dieser eine Steinbock, der lebt mit einer Frau, die ist in einer Gefangenschaft, die hat Kind, der hat auch nichts davon, nur Arbeit. Und er kümmert sich natürlich um diese Frau. Er sagt, Schatz, ich erledige dir alles, du brauchst dich darüber keine Gedanken zu machen. Aber was hat dieser Steinbock für sich? Nichts. Deswegen, ich empfehle den Steinbock, er soll sich um sich kümmern und etwas mehr für sich tun. Sonst wird er eines Tages zu einem langweiligen Mann, zu einem Herrscher oder einem Patriarch. Aber für heute ist die Zeit um.